Also Sie wissen ja, dass das Thema Stadt und Donau ein sehr wichtiges Thema für uns ist. Mir selbst ist es wirklich ein Anliegen. Ich habe ja damals auch den Weg initiiert an der Donau, weil ich einfach glaube, dass wir die Donau noch mehr in unser Herz nehmen müssen. Die Donau ist ganz wichtig für Ingolstadt und das muss man eben auch leben. Und es ist ein bisschen immer noch so, dass die Donau im Moment an Ingolstadt vorbeifließt. Wie kann man die Donau attraktiv machen, indem man Restaurants oder Cafés dort ansiedelt und ein privater Betreiber möchte schon in diesem Sommer auf der Südseite einen Versuch starten mit einem Café, mit einer Bewirtung. Und ich finde das sehr gut, weil man dann testen kann, wie die Bevölkerung das annimmt. Also erstmal wollen wir testen, ob wir nicht zum Beispiel, wenn wir eine Art Floß hinlegen oder wenn wir die Donaubühne auch gastronomisch bespielen, ob das nicht besonders reizvoll ist. Langfristig kann man sich auch vorstellen, dass auf dem Land, auf der Landseite, also im Süden, ein fester Pavillon errichtet wird, der vielleicht sogar auch im Winter geöffnet wird. Das muss man mal sehen. Wir wollen es ein bisschen abhängig machen davon, wie die Menschen auf das Angebot reagieren. Also eine Konkurrenzsituation sehe ich nicht. Das ist eher im Gegenteil. Also wer dann sagt, ich möchte ein gastronomisches Angebot annehmen, der geht an die Donau und dann überlegt er sich, wo gehe ich hin. Es ist so ein bisschen wie in der Dolchstraße. Da sind ja sehr viele gastronomische Betriebe und gerade weil dort viele sind, gehen die Menschen in die Dolchstraße. Also das befruchtet sich eher gegenseitig, als dass es sich Konkurrenz macht.